Hallo und herzlich willkommen zur Folge 36 von Gothic 1 Dunkle Geheimnisse. Wir stehen momentan hier unten am Flussufer. Und Cinderazer? Willst du mich verarschen? Reiser sogar. Eine deutsche Übersetzung bekommen. Sag mal, sind die so groß? Oder sehen die nur so groß aus? Sie sind ja doppelt so groß wie Snapper. Das Problem ist, ich dachte eigentlich, wir marschieren jetzt zu den guten Schmugglern ohne Probleme. Jetzt sehe ich hier direkt Razor. Da kriege ich schon direkt ein mulmiges Gefühl. Da oben haben wir Warane, das ist kein Problem. Na gut, gegen 10 muss man jetzt sich auch nicht anlegen. 2 oder 1 sind okay. Funktioniert. Der Punkt ist, ich habe ja wie gesagt auch von Nebenfraktionen gehört. Ja, zum Beispiel soll es fanatische Sektenspinner geben. Die Schmuggler müssten wie gesagt auch eine Nebenfraktion darstellen, aber so ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht zurzeit. Aber auf jeden Fall sollte da einiges noch aufzufinden sein und ich gehe auch mal davon aus, dass das alles machbar sein muss, quasi ohne schon einer Gilde beizutreten. Jetzt sehe ich da hinten Razor, die machen einem natürlich die freie Erkundung ein bisschen schwer. Da oben haben wir wieder Snapper. Das heißt, auch hier ist dann das Gebiet limitiert. Wir haben bald ein Level-Up, also immerhin das. Ansonsten sind unsere Werte mehr als dürftig. Auf der anderen Seite ist der letzte Snapper-Kampf, die letzte Snapper-Begegnung auch schon ein bisschen her. Können Sie ja mal probieren. Aber wir sind halt gerade an einem Punkt in dem Spiel, dass uns das ganze Erz, das wir besitzen, noch gar nichts bringt. Weil schlichtweg die Waffen, die guten, noch nicht von den Händlern verkauft werden. Und auf der anderen Seite direkt beide. Was soll das? Komm, komm. Nur einer bitte. Hey. Auf. Ich glaube, er hat uns entdeckt. Boah, die haben ja eine viel größere Range als im Originalspiel. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die guten Waffen werden noch nicht verkauft. Sie zu finden ist auch mühselig. Und wir haben auch gar nicht die Stärkepunkte oder die Einhandfähigkeiten, um das Ganze nutzbar zu machen. Ich habe mich gerade blöd angestellt. Hatte auch kein volles Leben, aber einzelne Snapper können wir besiegen. Also das hat sich auf jeden Fall geändert. Im Vergleich zur erstmaligen Begegnung in der Nähe da von Cavalorn. Da müssen wir dann auch nochmal hingehen. Denn jetzt können wir sie zumindest in die Knie zwingen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Wie gesagt, die Razor da unten, das können wir vergessen. Also da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das ist wirklich absolut wahnsinnig. So, da kommt er auf uns zugelaufen. Mal speichern. So, weit genug weg von seinem Kollegen. Der macht gar nichts. 250 GP. Also das ist ein großer... Wie viel bringen die im normalen Spiel? 120, glaube ich. Jetzt bringen die jetzt 250. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was für ein Unterschied ist. Schattenläufer bringt im Original, glaube ich, 300. Also zu oft treffen lassen sollte man sich von denen nicht. Wir sind Stufe 9. Haben wir da 16 Lernpunkte. Haben wir letztens erst Schleichen gelernt.
Und ich bin ja momentan der Auffassung, dass uns mehr Stärke zurzeit gar nicht so weiterhilft, sondern dass wir erstmal auf Einhand gehen sollten. Aber ihr könnt mir auch gerne da lehrreich unter die Arme greifen, falls ihr sagt, nee, geh erstmal weiter auf Stärke und such dir eine bessere Waffe. Statt alles in Einhand zu verpulvern, das kostet immerhin schon doppelt. So, jetzt sind wir hier an der natürlichen Brücke angekommen, also an dem umgekippten Baumstamm. Auf der anderen. Ui, da ist wieder Razor. Okay. Also nehmen wir diese zwei Snapper mal als kleinen Vorgeschmack, als erste kleinere Erfolge. Das sind überall Snapper und Razor, das ist ja Wahnsinn. Da hinten liegt jemand tot auf dem Boden neben dem Alligator oder neben den Alligatoren. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier nicht sein sollten. Aber das Problem ist, wir müssen doch irgendwie zur vierten Gilde vordringen. Oder ich habe das Konzept falsch verstanden. Okay. Das ging schnell. Stopp, ich habe einen anderen Spielstand, wo ich auf einem anderen Ufer bin. Und ich habe fast volles Leben. Okay. Alligatoren sind nicht zu unterschätzen. Dass mir von hier noch ein Razor irgendwie in den Nacken springt. Ich habe tatsächlich erst gedacht, dass diese alte Mine, alte Mine, sag ich schon, alte Mühle. Ach, guten Tag. Okay, das ist ja gerade totaler Wahnsinn. Nehmen wir ein bisschen weg. Also da liegt auf jeden Fall jemand tot. Alligatoren können wir nicht wirklich besiegen. Andere Frage, können wir hier wieder hoch? Ja, ne? Wir kommen hier also schon wieder weg. Hoffe ich zumindest mal. Überall Alligatoren. Also diese Mühle können wir quasi auch erstmal noch ausklammern. Es wird vielleicht mühselig, aber es sollte funktionieren, dass wir hier den Fluss wieder hochschwimmen können. Denn wie gesagt, wir machen jetzt auf, machen uns auf zu den Schmugglern. Okay, ob ich den Wasserfall wieder hochkomme, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Okay. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt müssen wir die Schluris finden, aber da hinten scheinen sie auch zu sein. Notfalls müssen wir einfach irgendwie zurück ins alte Lager rennen und alles ausblenden, was uns irgendwie an die Gurgel will und einfach rennen. Wie gesagt, ich werde das Gefühl nicht los, dass ich noch gar nicht hätte hier sein sollen. Aber es gäbe bestimmt auch sichere Passagen durch die Wälder. Also das sind ja Wölfe und Wölfe müssen ja eigentlich schwächer sein als Snapper. Und mit denen geht es ja mit aller Gewalt auch. Deswegen, vielleicht habe ich auch nur gerade eine ungünstige Route genommen. Hier liegt eine Perle auf dem Boden. Nett, nehme ich mit. So, und hier sollte man richtig sein, ne? Ich will mal ganz kurz nochmal die Karte öffnen. Sind das hier schon die Schmuggler oder bin ich jetzt hier quasi bei diesem anderen Lager? Oder die Schmuggler sind, wie gesagt, das Federlager. Das kann auch sein. Ha, nee, wir sind falsch. Okay. Wo bin ich jetzt? Das ist die wichtige Frage. Greifen die mich an? Wenn ja, dann müssen wir direkt wieder einen Abgang machen. Oh, hier kann man so ein bisschen was mitnehmen. Boah, ist ja Wahnsinn. Crawlerzangen, Reiterbogen. Hier kann man ja richtig gut abstauben. Es war keine Ahnung, wo wir hier sind. Oder warum wir hier sind. Ich dachte, das wäre das Lager. Scheint es aber nicht zu sein. Normalerweise sind hier ja auch, ich glaube, Feuerwarane in dieser Bucht bei dem Schiffswrack. Hier scheinen die vollends zu fehlen. Dafür ist hier ein ganzes Lager. Darf ich nur jetzt mal hier. Ist natürlich unpraktisch, dass er nicht hinkommt. Komme ich vielleicht so? Von dem Winkel? Ey. Von hier? Das gibt's doch nicht. Das hasse ich. Warum müssen die auf dem obersten Regal stehen? Auf der obersten Fläche? Da kommt man gar nicht dran. Von hier geht's. Zumindest manchmal. Okay. Na, auf. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Lasst mich an die Tränke.
Eben hat es kurz funktioniert, habt ihr gesehen, das ist ganz komisch. Eine Truhe haben wir hier auch noch. Abgeschlossen natürlich. Und die können wir auch nicht öffnen. Können wir vollends vergessen. Das heißt, da geht weiter dieses Debakel hier weiter. Upsala. Na auf, was soll denn das? Kann ich euch hier irgendwie mich ins Eck stellen, ohne runterzufallen? Das funktioniert, aber hier komme ich auch nicht an die Ware. Das ist ja total blöd. Aber hier nach oben schauen, das bringt auch nichts. Also ist schon alles ein bisschen sonderbar. So eine Kacke. Ich glaube, vom Tisch aus müsste es gehen. Huch. Ist mal wieder normal hier. Jetzt bin ich durch den Tisch gefallen. Klar, was geht noch? Noch irgendwas hier wieder daneben? Ah, von hier können wir sogar wieder einmal einen Trank aufspüren. Jetzt hat es wieder nicht funktioniert. Aber ich will den Shit da oben haben, also was soll das? Komm. Wie gesagt, vom Tisch geht's manchmal aus. So, genau, man muss quasi hüpfen. Schauen, dass das im Fokus ist. Und dann aufsammeln. Der wird schon denken, was ist das hier für ein Trottel, der hier so rumeiert. So, gleich haben wir's. Aber was sind das hier für Kameraden? Äußerst sonderbar. Was soll das? Warum hat es nicht funktioniert? Hallo, Servin. Zum Glück spricht er uns nicht an. Also wir machen hier gar nichts falsch. So, zack. Es fehlt hier oben noch eine Sache. Ich weiß gar nicht, was das war. Irgendein Mollrat-Fett oder so irgendwas. Ja, Tatsache. Und wir haben es. Sehr gut, damit hätten wir alles. Jetzt gehe ich den mal hier aus dem Weg und versuche das Ganze so normal wie möglich hier anzustellen. Sprich, allen aus dem Weg gehen, außer denen, die vorne stehen. Und vielleicht sind wir hier richtig bei den Schmugglern. Wobei die Karte ja was anderes sagt, ne? Ja, das sagt, das ist die Bucht nebenan. Auf jeden Fall haben wir jetzt sehr viel zu mitnehmen. Also hier ist der Detailreichtum auf jeden Fall gegeben. Hier kann man gut was einstecken. Allein die Tränke und das waren ja auch Bögen, die wir da eben mitgenommen haben. Also hier lässt sich auf jeden Fall gut gehen. Noch haben wir davon, wie gesagt, keinen Mehrwert. Weil wir einen Haufen Geld haben und keine Möglichkeit, das Geld auszugeben. Aber das wird ja noch kommen. Also die Dinge sind tatsächlich weg. Die Feuerwarane hier, da hat man irgendein Lager hingesetzt. Albino heißt der Wolf hier. Und wie gesagt, ich gucke nochmal auf die Karte. Das sind nicht die Schmuggler, oder vielleicht doch. Und immerhin geht es da hinten ja zum Nebelturm hinein. Ist ja keine Bucht in dem Sinne. Mal gucken, was der Typ hier vorne uns sagt. Wonach suchst du, Grünschnabel? Hier kommt man nur aus gutem Grund her. Ich hörte, dass du einen unserer Leute gerettet hast. Das ist sehr selten unter den Dreckswecken hier. Die meisten Häftlinge würden für ein bisschen Erz ihrer Mutter die Kehle durchschneiden. Du kannst das Lager betreten. Aber lass dir eines gesagt sein, behalte deine Finger bei dir. Bei uns gibt es für Diebe nur eine Strafe. Tod durch den Strick. Wenn du mehr wissen willst, rede mal mit Servin. Und sprich mit Angar. Er ist der Schmied hier. Er hat ein Problem. Vielleicht reden auch die anderen mit dir. Danke. Okay, okay. Hör auf, die Luft hier zu verpesten und geh weiter. Diego schickt mich. Ich soll ein Paket für ihn holen. Sag das auch gleich. Wenn du was für Diego haben willst, dann geh mal zu Seven. Er regelt das. Und behalt deine Hände bei dir. Wenn ich dich beim Klauen erwische, werde ich dir deine Hand abpacken. Klar. Glasklar. Hau ab, du stehst mir im Weg. Rede mit Seven. Und da du schon mal hier bist, kannst du auch gleich mal mit Angar reden. Er erklärt dir, wie das hier läuft. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass es sich hierbei um die vierte Gilde handelt. Also ich dachte, das wäre jetzt auch irgendwie eine zweite Bucht, aber das ist doch das Schmugglerlager. Also wir haben es tatsächlich entdeckt.
die mysteriösen Einsiedler gefunden. Gut, es sind keine mysteriösen Einsiedler, weil wenn es mehrere Leute als einer sind, kann man nicht mehr von Einsiedler sprechen, aber die sind etwas isolierter, das ist ja soweit klar. Das Rattenloch zu durchdringen kostet mich fast mein Leben. Hier laufen massenweise Viecher rum. Der Wächter Korth oder Kort hat mich zu Serbien geschickt, um über das Paket für Diego zu reden. Er meinte, ich sollte auch mal mit Anga reden. Also, Schmugglerlager ist aber nicht Aufnahmeschmugglerlager. Also es kann sein, dass es hier doch nur eine Nebenfraktion ist und die führt uns dann zu der vermeintlich vierten Fraktion. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Die haben hier sogar Kanonen aufgestellt. Werden ab und zu angegriffen, was die Pfeile hier in der Palisade logischerweise zum Ausdruck bringen. Ein rustiger Zweihänder fliegt hier rum. Direkt wichtige Frage. Ja, der hat sogar einen recht hohen Wert. Also das heißt, wie gesagt, Wertgegenstände kriegen wir hier im Überfluss. Und unser Tagebucheintrag sagt, hierher zu kommen war sehr schwierig. Ist natürlich die Frage, ob wir hier überhaupt wieder wegkommen. Wie gesagt, das ist jetzt steht auf einem ganz anderen Blatt. Also müssen wir hier im Prinzip nur direkt durch den Wald. Wichtige Frage ist nur, was befindet sich im Wald? Dann ist direkt ein Schattenläufer. Genau, die sind hier beim Nebelturm. Es kann gut sein, dass der gesamte Nebelturm hier quasi aus der Modifikation rausgenommen wurde. So dicht ist ja hier die Gegner. Also die Gegnerdichte hätte ich mir größer vorgestellt. Also da hinten eiert zwar ein Schattenläufer durch die Gegend, aber das kann man ja noch ignorieren. Dahin sind vereinzelt Wölfe. Mit denen will ich mich noch mal ganz kurz messen. Also gut, es geht mit einem, aber wird wohl ein Wunschgedanke sein. Da hinten sind Mole Rats. Also Mole Rats sind kein Problem. Ich glaube, wir finden zurück. Ja, also das Wolfsrudel ging jetzt auch. Also sind wir tatsächlich doch ein bisschen stärker geworden, als ich dachte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zurückfinden. Also sprich, zurückgelangen. Oder dass wir einen Arsch aufgerissen bekommen. Das mit den drei Wölfen war jetzt zwar eine knappe Nummer, aber es hat gut funktioniert. Also zwei Schläge und der Wolf war weg. 120 EP gibt er, also sprich, die Erfahrung, die man jetzt durch die drei Lager gesammelt hat, ist auf jeden Fall ausreichend. Ja, Mole Rats sind kein Thema. Den einzigen Viechern, denen wir aus dem Weg gehen müssen, sind halt die Razor. Ja, also auch vereinzelte Snapper wären kein Problem. Aber ich habe halt die Wälder noch vermieden, weil die halt viel Anstrengung benötigen, um die komplett zu säubern. Zu denen ist der Schattenläufer, aber wie gesagt, der Weg hierher ist erstmal einigermaßen sicher. Also wie ist denn das jetzt mit dem Nebelturm? Also wie gesagt, wir haben hier, entweder ist es auf der Karte falsch eingetragen, oder hinten das Kloster glüht sogar. Also entweder ist es falsch eingetragen, oder das Schmugglerlager befindet sich auch in der, ich sag mal, in der Bucht. Unterm Dingen. Wir können hier sogar die Tür aufknacken. Moment. Was war denn das für eine Tür jetzt? Wie viel Dietrich haben wir noch? Ansonsten? 9. Ach, okay. Dann speichern wir mit 9. Ist okay. Ich glaube, normalerweise ist hier ja kein... Ist hier eine Tür normalerweise? Ich glaube, anhand der geografischen Informationen und auch, dass hier so ein bisschen Kram rumfliegt, ist ja auch im Originalspiel drin, keine Ahnung, würde ich sagen, ist hier Almanach-Gedöns, fällt hier, glaube ich, weg. Hier liegt eine Machete. Okay. Okay, jetzt könnten wir auf ein bisschen mehr Stärke plädieren. Nicht schlecht hier. Gefällt mir.
Toni haben es aber auch in sich. Und jetzt lass mich nichts falsch machen. Ich glaube, ganz aufkriegen wir sie sowieso noch nicht. Also links, rechts. Dreimal links. Zweimal. Nee, stopp. Dann dreimal rechts. Okay. Also nochmal. Links, rechts. Dann dreimal links. Dann dreimal rechts. Dann links, rechts. Was ist das hier für eine Truhe? Ich hab mich verklickt. Der Dietrich-Verschleiß. Okay. Warte mal. Dann noch dreimal links. Ich weiß, die Folge ist eigentlich gleich rum, aber die Truhe da, die muss geknackt werden. Also dreimal links, dann dreimal rechts, links, rechts und dann wieder dreimal links. Offen, okay. Ach du heilige Scheiße! Okay. 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 Ist das nicht ein bisschen maßlos? Also 26 Dietrich nehme ich mit. 30 mal Traumruf, okay. Hat es irgendwie einen gewissen Grund, dass hier so maßlos viel in der Truhe drin war? Ich meine, die war jetzt, ich glaube, das waren eine 12er oder 13er Kombination. Ich glaube, das sind keine ungeraden. Also ich glaube, eine 12er oder eine 14er Kombination. Oder sogar 16er, das kann auch sein. Okay. Ach, der gute alte Bug. Dass man hier drüber laufen kann. Jetzt will ich nur ganz kurz schauen, ob hier Skelette drin sind. Sind es. Okay, also das heißt, der Standard-Nebelturm hat noch seine ursprüngliche Funktion. Zumindest scheint es so. Und seltsamerweise haben die Schmuggler hier oben ihre gesamten Wertgegenstände deponiert, wie es scheint. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon 20 Crawler-Platten. Da können wir direkt ein Ding bauen lassen, eine Crawler-Rüstung wahrscheinlich. Ansonsten haben wir also komplett wertvolle Dinge gefunden. Ne? Also nicht nur Zähne und Krallen, sondern auch Sumpf-High-Haut, Schattenläufer-Hörner, 21 Stück. Also ihr merkt, wie perplex ich bin, wie viel Shit wir hier drin gefunden haben. In der einen Truhe, hier haben wir sogar einen Goldbrocken, der nicht so ganz golden aussieht, aber egal. Ist ja Wahnsinn, was da jetzt drin war in der einen Truhe. Also, okay, nehme ich so an. Sonderbar, aber okay, nicht, dass uns die unten dann nächste Folge verprügeln, aber auf jeden Fall, ich bin extrem gespannt. Also hier ist genau das, was ich mir jetzt erhofft habe. Ja, neuer Content, massiv Content. Da wird es einige Quests noch geben, denke ich mal. Und wie gesagt, der Weg zurück, das sollten wir auch hinbekommen. Gegen Wölfe fühlen wir uns jetzt auch recht sicher, das sollte klappen. Schattenläufer und Snapper im Wald sind halt noch eine andere Geschichte. Bei Snappern kommt es auf die Anzahl an. Schattenläufer müssen wir, glaube ich, noch direkt vermeiden. Das können wir vergessen. Aber ich bin gespannt, wie es im Schmugglerlager weitergeht. Bis dahin. Tschüss.